Hallihallo und willkommen zu einem neuen Update zu unserer Seepferdchenzucht. Die Seepferdchen sind jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen alt, sind auch schon gut gewachsen. Es sind jetzt insgesamt noch 10 Stück. Und ich wollte jetzt einfach mal berichten, wie sich so die letzte Woche entwickelt hat und was ich gemacht habe, wie sich die Pferde entwickelt haben und ja, was es so an positiven und negativen Sachen gibt. Erstmal zu den negativen Sachen, und zwar haben leider manche Seepferdchen Probleme. Ich weiß nicht genau, was die haben, auf jeden Fall schwimmen die dann viel an der Oberfläche, krümmen sich, sieht so ein bisschen aus, als wenn die Verdauungsprobleme haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt an den Eiern von den Artemia liegt, weil eigentlich gucken sich die Seepferdchen ganz genau an, was sie fressen, und eigentlich fressen sie auch nur was, was sich bewegt. Aber trotzdem gibt es das eine oder andere, was sich dann, wie gesagt, so krümmt. Und diese Woche ist schon eins, beziehungsweise letzte Woche ist eins daran gestorben. Und jetzt sind 2 weitere davon betroffen. Und ich befürchte, es werden vielleicht sogar noch mehr. Ich kann mal probieren, das von oben. Kann man es leider nicht sehen, weil das Betreffende doch hier vorne ist. Da. So, das liegt halt nur noch so auf der Oberfläche, krümmt sich, probiert sich, ich sag mal, zu kratzen oder was auch immer das dann ist. Sieht auf jeden Fall ein bisschen so aus, aber es krümmt sich halt eher, und da weiß ich jetzt leider nicht, was ich dagegen machen kann. Muss man halt sehen, ob das denn überlebt oder nicht. Das ist halt das eine, und hier vorne ist noch ein anderes, kleineres, was das Problem hat. Die werden vermutlich nicht überleben. Heißt, wären dann 8. Und das ist auf jeden Fall das Negative. Was ich ansonsten so gemacht habe, ist eine neue Pflanze geholt. Das ist so eine Kunstpflanze. Eigentlich für den Süßwasserbereich. Aber da können sie sich ganz gut festhalten. Und manche tun das auch. Bis jetzt sind es noch nicht so viele, die sich festhalten, sind so 3-4 Stück. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die sich festhalten, sehr viel robuster sind. Also die haben gar keine Probleme. Sind auch die 2 größten mit dabei. Ich kann mal gucken, ob ich eins ist hier an der Seite. Da. Mal sehen, ob es fokussiert. Ah, nicht so ganz. Aber das ist eines der größeren, das ist auch eines der ersten, was sich festgemacht hat. Und ja, ansonsten weiterhin, wie gesagt, immer frische Artemia-Nauplien rein. Ich habe heute mal einen Wasserwechsel gemacht. Das ist jetzt gerade mal der 2. in über 2 Wochen. Und auch nur, ja, diesmal waren es vielleicht ein bisschen mehr, so 4 Liter, also vielleicht so 20%. Und vor einer Woche, anderthalb Wochen habe ich 10% gemacht, also mehr bis jetzt nicht. Ich teste jeden Tag die Werte, Nitrit, Phosphat, und ich habe mir jetzt auch noch mal einen Nitratwert gekauft. Alles im Superbereich, also da gibt es keine Probleme. Was ich halt ab und zu mache, ist den Salzgehalt anpassen, ist klar, beziehungsweise Osmosewasser reingeben. Und ja, soweit entwickeln sich, wie gesagt, die Tiere, die dann fressen und sich festhalten, ganz gut. Jetzt hoffe ich halt nicht, dass in den nächsten Tagen jetzt noch mehr von den anderen Seepferdchen, die Probleme bekommen mit dem Krümmen, und dass sie dann sterben. Ich meine, die beiden, die jetzt sich krümmen, sind noch nicht tot, aber da habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass die überleben werden. Und bei den anderen muss man dann halt einfach mal abwarten. Ich hoffe es zumindest, dass da sich das positiv entwickelt. Zumindest, dass wenigstens die, die sich festhalten, überleben. Wäre schon ein Erfolg für mich, weil ich das noch nie gemacht habe. Und auch nur aus, ja, Foren, gegebenenfalls Videos und so weiter, wie ich mich informiert habe. Was ich ein bisschen bedenklich finde bei so einem Foren, ist doch, dass die Meinungen
was die Zucht betrifft, sehr ins Extreme gehen. Ich glaube, das sind dann teilweise Leute, die wirklich professionell züchten und natürlich so möglich oder so viele wie möglich an Tieren durchkriegen wollen. Das will man als jemand, der das nur hobbymäßig betreibt, auch natürlich. Aber für jeden Hobbyzüchter bin ich der Meinung, ist es ein Erfolg, wenn man überhaupt, wenn auch nur ein Tier durchkriegt. Ja, das ist für mich schon ein Erfolg. Und wenn dann andere schreiben, wie gesagt, ja, Wasserwechsel jeden Tag und du musst die größeren Artemia-Nauplien rausholen und so eine Sachen. Also ganz ehrlich, habe ich nicht gemacht. Finde ich halt auch Quatsch. Klar muss man die Wasserwerte im Auge behalten, aber das kann man easy mit einem Test machen. Dauert 5 Minuten, ja, jeden Tag. Und dann passt es schon. Und klar, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass sie sich krümmen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt daran liegt, dass ich jetzt ein Hobbyzüchter bin. Ja, also ich brauche jetzt nicht extrem viele Phytoplanktonkulturen ansetzen und nur Brachionus oder Kopiponen oder was auch immer verfüttern. Ich habe von Anfang an Artemia-Nauplien verfüttert. Klar, wahrscheinlich Großteil kann die nicht verdauen. Ist auch okay, aber wie gesagt, jetzt bis jetzt leben halt noch zu jetzigem Standpunkt 10 Tiere, was vollkommen fein ist. Ja, also mehr will ich gar nicht. Und dann, ja, wie gesagt, in den ganzen Foren dann immer so diese, ich finde, da wird einem so ein bisschen Angst gemacht, so vor der Zucht, ja, dass man halt so viel Aufwand betreiben muss und so viel Arbeit reinstecken muss. Klar, eine gewisse Arbeit ist da, aber nicht so übertrieben, wie das viele halt darstellen. Und das wollte ich einfach mal jedem mitgeben. Ja, probiert es aus schaut vielleicht, dass ihr ein paar Tiere durchkriegt. Ihr müsst jetzt nicht hunderte von Tieren durchkriegen. Ja, das verlangt keiner. Aber wenn man nur ein paar Tiere durchkriegt, dann ist es schon ein großer Erfolg, meiner Meinung nach. Weil wenn das alle machen, theoretisch, dann brauchst du gar nichts mehr an Tieren aus der Wildnis holen. Ja? Also das nur mal so am Rande. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich werde natürlich weiterhin berichten und sehen, wie es sich entwickelt. Und werde jetzt auch noch mal ein paar Impressionen zeigen, wie sich die Tiere innerhalb der letzten Tage entwickelt haben. Also dann, macht's gut, bleibt wie immer gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!